Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie man in Google Drive, das heißt im Cloud-Speicher von Google, Dateien hinaufladen kann, wie zum Beispiel Videos oder Präsentationen, und diese anschließend an andere weitergeben kann. Ich habe mich jetzt bei Google Drive eingeloggt, bin in einem Verzeichnis, möchte jetzt hier Dateien heraufladen. Das geht entweder, wie es auch hier schon angeführt wird, über Neu, dann Dateien hochladen, dann geht man zum entsprechenden Verzeichnis. Oder man geht ins entsprechende Verzeichnis und zieht die Datei dann direkt dann da herein. Man sieht dann, es geht hier ein Fenster auf rechts unten und diese Datei hier wurde heraufgeladen. Ich kann das gleich natürlich auch mit einer Videodatei machen. Klickt da jetzt rein und je nachdem, wie schnell eben dann das Internet ist, wird dann die Datei dann auch dementsprechend dann heraufgeladen. Wenn ich eine Datei freigeben möchte, wie hier bei Tiere zum Beispiel, das ist eine Präsentation, kann ich zuerst einmal anschauen, was ich da überhaupt habe. Jetzt habe ich auch schon das Video heraufgeladen. Geht es mir hier, mache einen Doppelklick drauf. Es wird hier geöffnet. Das kennst du sicherlich schon. Wenn ich daneben klicke, bin ich wieder in der ursprünglichen Ansicht. Dann kann ich jetzt freigeben, indem ich hier rechte Maustaste. Und dann wähle ich mal aus Link zum Freigeben aufrufen. Es erscheint dann hier der Link. Und ich kann hier diesen Link dann weitergeben. Diesen Link, den ich hier habe, über diesen Link kann dann jemand sich dieses Element dann ansehen. Wenn ich diese Freigabeeinstellung zurücknehmen möchte, brauche ich nur weiter hier einen Hackerl setzen. Wenn ich hier bei den Freigabeeinstellungen draufklicke, wird das Menü noch erweitert. Und ich könnte hier zum Beispiel statt nur ansehen, auch zum Beispiel bearbeiten eingeben. Also jemand könnte dann, wenn er einen Link von mir bekommen würde, auf diese Datei könnte sie dann, also nicht nur sie ansehen, könnte sie kommentieren oder sogar bearbeiten. Ich belasse das jetzt hier mal, kopiere mir diesen Link. Wenn man diesen Link nimmt, klicke auf Fertig und dann zum Beispiel in Firefox geht, könnte man von einem anderen Browser aus diese Datei dann zum Beispiel aufrufen. Probieren wir das kurz einmal. Ich tue also so, als hätte ich diesen Link weitergegeben und kann dann also diese Datei dann hier dementsprechend dann auch aufrufen. Dasselbe kann ich natürlich jetzt auch mit der Videodatei machen. Geht wieder hierher, rechte Maustaste, Link zum Freigeben abrufen. Wähle mir wieder diese Datei aus, drücke STRG-Taste C, geht in dem Fall wieder in den Firefox, füge jetzt dort diesen Link ein. Und es wird mir dementsprechend hier dieses Video angezeigt. Wenn ich jetzt hier draufklicke auf Wiedergabe, herzlich willkommen zu meiner Präsentation, wird dieses Video dann auch dementsprechend gestartet. Das ist also, es geht sehr einfach, Dateien heraufzuladen bei Google Docs und diese Dateien dann auch freizugeben, und über den Link, den man dann jemand anderen weitervermitteln kann, kann der dann leicht auf ein Video oder eine Präsentation oder welches Dokument auch immer dann zugreifen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Video.